Hallihallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu der 100. der 100. Wildbachtal-Folge. Schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Wie ich auch schon in der letzten Folge angekündigt, wir sind hier extremer weiß am Flügen. Also, wow, hier dann dein Flug. Schmutzkatze, das ist echt ein Witz, ne? Überall die ganzen Zuschauer, die schon eisbegeistert sind. Ne? Das ist also wow. Bin begeistert, wow. Incredible. Incredible. Ja, ich lass mich halt auch mal ein bisschen hier fantasieren. Ne, darf doch mal ein bisschen durchdrehen. So, dann ach ja, da oben war ja noch was, ne? Da ist ja noch, da fehlt ja noch eine Ecke. Ich habe gedacht, ich muss hier dafür noch kurz. Das Vorgewende zu Ende fahren und dann ist, aber bleibt dann noch ein bisschen mehr hier über. So, aber jetzt ab. Rum ums Eck. So. Ach ja. Einmal langziehen kurz. So. Uiuiui. Da muss ich jetzt aber nochmal. Schwierig hier. So. So, auf gerader Strecke können wir den Flug schon drehen, den fahren. So, dann klappen wir den mal ein. So, weiß jetzt gar nicht, ob ich eine Direktzart habe, deswegen würde ich jetzt aber du sollte eigentlich fix gehen. Habe ich eine Direktzart?
Frage. Kein direktes. Oh, wir haben sogar eine Direktzeit. Ja, dann. Kommen Sie an? Können Sie ausgucken. Gott, sieht der Schlepper aus. Dann lassen wir das natürlich mit dem Kuppern, oder? Brauchen wir noch was? Hat er hier vorne dann so einen kleinen Körper? Ja, das geht sich aus. Raps, nehmen wir. Ja, ist Tee. Sich lang. Ja, ist Tee. So. Ifaji. Wo anfangen, wo aufhören? Ach so. Noch, warte mal, das müsste ja gehen. Das müsste ja tatsächlich. So. Warte, genau. Ich glaube, ich brauche den Frontlader dann. Saat liegt da noch. Obwohl, ich könnte sie sogar ausgehen, schon der Verbrauch ist ja mit. Ist ja ungefähr so breit wie der Schlepper, das lässt sich ja schön abmessen einigermaßen. Zumindest hoffe ich das. Ich gucke mal, wie es da drüben aussieht. Oh ja. Warte mal, ich bin schon wieder ein bisschen. Was komische Sitzposition. So. Ja, aber ich glaube, wir brauchen trotzdem noch Saatgut. Gott. Jetzt der ganze Steifen vergessen. Ach du Scheiße. Muss ich hier ein bisschen. Oder schau auch mal ab. Nee, 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 also komm. Dann gehe ich jetzt auf die Position mehr, weil so verschwenden und so müssen wir das ja nicht, ne? Mit GPS wird es natürlich besser und
Muss mal schauen. Es gibt, glaube ich, auch irgendwie einen Mod, wo ich, wenn die Spurreise vernünftig einstellen kann, dass die quasi einzeln anwählbar sind. Dann würde ich es mit den Spurreisen, glaube ich, machen. So, ich arbeite auch schon mal ein bisschen vor jetzt und suche den Mittelteil hier mal ein bisschen anzupassen. Und so viel Saaten verschwindet. So, warte mal, jetzt wollen wir mal ganz kurz. So. Nachfrage bei Landi. Was denn? Bei Wassermühle? Irgendwas, was wir verkaufen wollen vielleicht? Schweinefleisch oder sowas, ja? Jetzt, wo ich alles verkauft habe, ne? Aber lass uns mal kurz gucken. Was gibt's denn? Was habt ihr denn? Weizen hier, 1080. 1180. Die Wassermühle ist knapp drunter. Also, pff. Der Landi im Weizen, das ist jetzt nicht so der Burner. Und bei der Wassermühle wird es Papier geben. Guck mal, wow, echt ein guter Preis. Im Gegensatz zu den anderen. 600 Euro. 900. Wie viel Papier haben wir denn? Wollen wir mal gucken. Nichts. Rungfogt Factory. Just make a look. Papier. 23.000. Ja, das wären 23.000 Euro. Ne, das ist jetzt... Haut mich jetzt nicht so vom Hocker, ne?
So. Okay. Oh, oh. Ja, das geht sich aus. So, ja, schauen wir es mal, vielleicht mal ein wenig Lichtgewinn einkriegen. Schauen wir es noch weiter. Gehen wir mal den unspektakulären Weg und gehen wir mal eine Doppelwende. So. Oha. So. Noch einmal so, dann haben wir es auch schon geschafft. Also das, was da, ich weiß nicht, ob ihr das seht, dieses Flimmern, das ist aber die Sturmleitung. Ich dann habt ihr das nicht gesehen. Oh, Punkt. Da muss man nicht ausgleichen hier oben, ne? So, das sehe ich überall nicht drüber, weil das bringt halt nichts, ne? Zu klein. Zu Kleinigkeiten hier da drüber zu sehen, dann verbrauchst du mehr Saatgut, als dass es irgendwas bringt. So, dann haben wir ja Nummer U schon fertig. Kommen wir da rum. Highlander. Ja, das zwickt ein bisschen, aber geht sich aus, ne? So. Ich glaube, das machen wir aber lieber. So, Gerste sehen wir weiter an. Fein.
sauber geht. Jo, so ist es schick. Echt gespannt, wie viel es jetzt gibt. Ich bin die 100. Folge und ich war leise, ne? Sorry. Ja, voll konzentriert bei der Arbeit. Nein. Ja, egal, ob das jetzt 10.000 ist. Selten ist das vorankommen und zur Arbeit hier tun. Ja. Drum können wir uns später gehen. Bekleckern hier. Schon wieder die Zeit läuft. Die Folge ist echt schon wieder gleich vorbei. Die 100. Folge und wir haben nichts Spektakuläres gemacht. Könnt ihr mir das verzeihen? Zwei Bahnen muss. Davon aus ist. Rangieren, also das rückwärts rangieren geht halt von innen einfach viel zu leicht. Es liegt aber auch nur an diesem Head-Eye-Tracking halt wirklich, dass ich mich super einfach das Gebot halt jetzt quasi. So. Okay. Jetzt glaube ich, kann man uns wieder von außen das Ganze anschauen. So. So, muss man einmal kurz anziehen hier. So, schau her, eine schöne Linie da oben. Ach, herrlich. Ein Träumchen. Oder was sagt ihr dazu? So, dann können wir in der nächsten Folge noch. Ja, gut, da sind wir, glaube ich, noch mit Säen beschäftigt. Aber dann das Ding da noch. Boah. Die Wintergerste ausgesät. Kann man eigentlich auch Weizen schon im Herbst aussehen? Das ist jetzt oder macht man das nur mit Gerste? Weil das heißt ja Sommer- und Wintergerste, aber von Weizen? Pff, weiß ich nicht. Aus. Aber ich würde schon sagen, auch Herbst, oder? Ich denke schon. Ich
dass er da schon ankeimt, ne? Weiter. Wann wird der geerntet? Aktuell haben sie ja die Wintergerste gedroschen. Aber dieser Weizen, der dauert auch nicht mehr so lang. Weiß ich. Sollte ich vielleicht noch üben. Aber was wir jetzt zuerst machen, ist die pompöse Folge, die ich das letzte Mal schon angekündigt habe. Wieder mit Pauken und Trompeten. Ja? Werden wir die jetzt beenden. Und ja, es ist das ganze Tububabu um diese 100. Folge. Ich meine, wow, ich bin beeindruckt. Hier überall Feuerwerk und Leute stehen Spalier und, ne, also hier geht es richtig ab, ne, seht ihr das? Ja, ich auch nicht. Aber darum geht es auch gar nicht. Sondern hier einfach, dass man das mal genießt. Ich finde es schön, 100 Folgen. Ich glaube, wir machen nochmal Minimum 100, weil ich echt Spaß hier auf dieser Karte habe. Das ist eine der wenigen Karten, die mich halt wirklich flasht. Die Hauptfach hat mich auch sehr geflasht. Das Problem an der Hauptfach ist halt einfach, dass sie so groß ist und dass es eigentlich nur im Multiplayer richtig Spaß macht und der Multiplayer halt die Karte nicht so im Multiplayer spielbar ist, weil die halt einfach dann nicht. Aber ich rede schon wieder viel zu viel um den heißen Brei. Schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und Kommentar dürft ihr natürlich immer gerne da lassen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Oder was euch sonst so auf der Seele liegt. Wenn ihr die Lottozahlen habt für mich, dürft ihr mir die auch gucken. Bin ich euch nicht böse drum. Und ansonsten sehen wir uns in alter Frische in den nächsten Folgen wieder. Tschüss, euer Frank-Andi.